Hey, Odox wieder am Start, heute mit einer neuen Folge und Happy Birthday Nintendo Switch. Vor einem Jahr, am 3.3.2017, um genau zu sein, ist die Nintendo Switch auf den Markt gekommen und diese ist jetzt ein Jahr. Auf der einen Seite teile ich mit euch meine Erfahrung, wie war es denn eigentlich so für mich in den letzten 12 Monaten eine Nintendo Switch zu besitzen? Was finde ich cool, was finde ich nicht so cool? Und dann erfahren wir auch noch, kommt 2018 eine Nintendo Switch 2 auf dem Markt? Lasst uns anfangen. "2017 war ein turbulentes Jahr für die Nintendo Switch und wie ich bereits euch gestern schon im Podcast mitgeteilt habe, gab es dann zum Release der Nintendo Switch viel Gelächter, viel Hate, viel, ja, Schlechtrederei. Sowohl auf YouTube in dem einen oder anderen Video als auch auf Social Media in den ganzen Kommentaren. Trotzdem hat die Nintendo Switch 1 gemacht, nämlich einfach alle mal so einfach schön denn die Nintendo Switch hat sich Stand Dezember bereits über 10 Millionen Mal verkauft und wenn man jetzt die letzten Monate berücksichtigt, sagt man auch schon über 14 Millionen Mal. Bedeutet, allein in einem Jahr hat sich die Nintendo Switch mehr und öfters verkauft als die Wii U im gesamten Lebenszyklus. Aber warum ist das so? Einmal, zwar recht wenig, aber dafür sehr, 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 sehr geile Games gibt es für die Konsole. Man sagt, 60% der Nintendo Switch-Besitzer besitzen Mario Odyssey, 50% der Besitzer besitzen Zelda und 50% der Besitzer besitzen Mario Kart. Selbst die großen Publisher sind auf die Nintendo Switch aufmerksam geworden, ein Teil war ja schon auch aufmerksam und man sagt auch, das, was ich euch gestern bereits im Podcast so ein bisschen verraten habe, nämlich zum Ende des Jahres soll sowohl Diablo als auch Fortnite auf die Nintendo Switch rauskommen. Das ist zwar jetzt nur ein Gerücht bzw. eine Vermutung von einem Insider, offiziell ist noch nichts bestätigt, aber alle Zeichen deuten auf jeden Fall darauf hin. Aber auch die Mobilität der Nintendo Switch, sowohl am Fernseher diese anschließen zu können, diese als Handheld zu benutzen oder zum Schluss diese auch ja, wie einen Monitor aufzustellen und dann zu spielen, ist einfach was Einmaliges und was richtig, richtig Geiles. Und dadurch ist auch die Nintendo Switch für sehr, sehr viele Gamer da draußen sehr, sehr interessant. In den letzten 12 Monaten hatte ich jede Menge Spaß. Egal, ob das mit der Familie war, wo wir zu viert eine ganz entspannte Runde gespielt haben, ob das gemeinsam die Zeit mit meinem Sohn war, wo ich gemeinsam ihm Mario beigebracht habe, Zelda und so weiter. Aber auch, wo Freunde dabei waren und wir einfach mal Mario Kart gespielt haben. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr geile Möglichkeiten. Und das Entspannte ist einfach, entweder ich chill mich einfach mal aufs Sofa oder ich schließe das Ding halt am Fernseher. Auch meine Kinder sind von der Nintendo Switch echt angetan. Und wie auch ganz, ganz am Anfang vor einem Jahr von mir vorhergesagt, die Joy-Cons sind das größte Geheimnis der Nintendo Switch. Aus diesem Grund habe ich auch ein Reaktionsvideo auf Nintendo Labo für euch herausgebracht, wo ich meine Meinung und die Ideen und allgemein die Zukunft von Labo etwas genauer erkläre. Ich bin mega gespannt, was 2018 kommen wird. Denn Nintendo möchte unbedingt den Lebenszyklus von der Nintendo Switch beibehalten, diesen auch, solange es geht, zu verlängern. Nicht wie es einfach bei der Nintendo DS immer war, dass immer wieder eine Revision gekommen ist. Nein, Nintendo wird 2018 den gesamten Fokus auf Zubehör legen, um einfach die Verkaufszahlen zu pushen, um einfach den Verkauf voranzubringen. Also braucht ihr euch überhaupt nicht verrückt zu machen und auch keine Angst zu haben, dass dieses Jahr eine Nintendo Switch 2 oder irgendeine Revision erscheinen wird. Also ist so momentan noch nicht geplant. Ich habe Nintendo Switch die letzten 12 Monate immer dabei gehabt und es gibt wirklich echt nichts Geileres wie im Zug, im Bus, im Auto, im Flugzeug oder sonst irgendwo zu sitzen und mit ihr zu spielen. Natürlich ist der Akku bei der Leistung nicht riesig, trotzdem ist einer vorhanden und reicht auf jeden Fall für die ein oder andere Runde. Dennoch habe ich auf der anderen Seite auch ein Zubehörvideo für euch gedreht, wo ich euch Zubehör vorgestellt habe und gesagt habe, dieses Zubehör ist für die Nintendo Switch eine richtig geile Möglichkeit. Jetzt nach einem Jahr bin ich natürlich bei gewissen Zubehör
Artikeln hängen geblieben und ich möchte euch ein Update geben, welches Zubehör mich sowohl die letzten Monate als auch 2018 auf jeden Fall begleiten wird. Auf jeden Fall ist ganz, ganz wichtig, wie schon angesprochen, der Akku ist nicht gerade der beste. Aus diesem Grund habe ich immer eine Powerbank mit dabei. Die Powerbank ist auch gerade unterwegs, aber ich verlinke euch dieses Video, wo ich komplett erklärt habe, was wichtig ist und wie man einfach an die beste Hardware kommt. Ansonsten bin ich mega begeistert, sowohl immer noch von diesem roten Kabel von Anker. Ich verlinke euch wieder mal alle Artikel in der Beschreibung, aber auch natürlich von Hori den Standfuß. Das ist für mich ein Begleiter. Und dann habe ich natürlich noch die Powerbank mit dabei. Was ich richtig geil finde, ich habe die eine oder andere Tasche euch auch schon gezeigt und ich bin bei Capsi hängen geblieben. Diese Tasche war ein Geschenk auf der Gamescom, hat mir Capsi damals diese Tasche geschenkt und ich fand die vom ersten Augenblick richtig geil, weil die erstens sehr, sehr hochwertig ist, richtig viel Platz bietet, richtig schön ausschaut und natürlich auch robust ist. Was das Schöne ist, ich habe gestern erfahren, dass Capsi jetzt auch das Einjährige feiert. Also die feiern Geburtstag von der Nintendo Switch und hauen 75% raus. Bedeutet, die Tasche kostet nur 20, die Folie 10, also ihr kriegt Ware, die normalerweise 30 Euro kostet, für 5 Euro. Für die, die noch nichts haben, schaut auch hier in die Beschreibung. Ich setze euch den Gutscheincode einfach rein, der ist für jeden gültig, also den findet ihr sowohl auf der Plattform von Capsi, als auch, ich habe ihn mal kopiert und einfach mal in die Beschreibung reingelegt, dann könnt ihr einfach mal nachschauen. Schreibt mir mal, welches Zubehör nutzt ihr für die Nintendo Switch, von welchem Zubehör könnt ihr auf jeden Fall euch nicht trennen, welche sind eure Lieblingsgames und habt ihr überhaupt eine Nintendo Switch, wenn nicht, warum nicht? Ich freue mich auf 2018, was die Nintendo Switch angeht, schreibt mir eure Meinung, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet das Ganze, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh ja, Doc.